Jetzt sollen wir ein Grab aufmachen, wa? Ich halte Wache. Ohne Waffen. Nicht ganz. Warten. Was? Wie denn jetzt? Steck die mal schnell wieder weg. Warum? Die sollen hier nicht hinkommen. Kimpel. Was ist das Problem? Ich benutze die doch nicht. Ich benutze die schon, aber ich kill ja keinen. Ich meine, vor allem willst du irgendwie deine tote Oma besuchen auf dem Friedhof, steht da irgendwie so ein abgefuckter Typ und zielt auf einmal mit einer Waffe auf dich. Abgefuckt? Ja, so ein bisschen. Abgefuckt ist er doch schon, oder? Nein? Ja, ein bisschen doch. Hat einfach die übelste Alkoholikerstimme. Das sieht jetzt nicht gerade so aus, als ob der super lieb wäre. Guck mal, sie sind zu zweit und da ist so ein Herr dabei. Zwei Herren. Und dann sage ich jetzt einfach mal. Ja, ich finde auch, der ist ein guter Kerl. Ja, aber so ein bisschen verrucht ist der ja schon. Get the hell out of this churchyard. Are you boys gonna need yourselves a preacher? You hear this fella? I heard him all right. We're gonna lick you, bastard. Scheiß, voll in den Magen. Ja. Was mit dir, alter Mann? Links und rechts. Oh. Oh. Kopfnuss des Todes. Oh, der hat uns aber auch ganz schön eine verpasst. Der ist tot. Ja, und? Ich dachte, wir sollten keine Gewalt verwenden. Verwenden. Aber das ist ein neuer Hut. Ein Hut. Den hellen, den ah ne, unser Hut. Unser Hut. Ja. Hey, den wollte ich gar nicht. Ich wollte den haben. Ein Schwappen. Ja. Besser. Viel besser. 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 Well, here's your payment. Oh, forgive me, Mrs. Claypole. What you find? She had a brooch. Guck dir die mal an. Looks like diamonds. Mrs. Claypole. Diamantbrosche. Möchte jemand ein paar Worte sagen? Sie hat gute Dienste geleistet, sowohl im Leben als auch im Tod. Ja. Willst du nicht wieder einbuddeln, die Alte, ey? Das sollen wir jetzt machen, oder wie? Ja, wir müssen mal die Hexarbeit machen. Mal wieder. Die Name ist Claypole. Verschwinde bloß. Guck mal, der lässt sie echt hier liegen, ey. Hammer. Ich lege mich gleich dazu, glaube ich. Wie unauffällig. Du trittst dir noch ins Gesicht. Ja. Dann zerfällt die bestimmt zu Staub. Puh.